Er wollte ein Haus angucken, weil wir ja ausziehen mussten aus dem Haus. Bevor dein Vater dich zu deiner Großmutter gebracht hat, da warst du ja einkaufen mit ihm. Sachen, die man für ein bestimmtes Ereignis gebraucht hat, ne? Für welches? Für das Martinsfeuer, weil wir wollten das Martinsfeuer machen und dafür brauchten wir eben Spiritus, weil der Spiritus leer war. Deswegen sind wir zum Einkaufszentrum gefahren, haben Spiritus, Wegmänner und Laternen gekauft. Mhm. Habt ihr diese Sachen, die ja dann mit Sicherheit erstmal im Kofferraum waren, noch zusammen ins Haus gebracht oder blieben die erstmal im Kofferraum? Nee, wir haben die in den Keller gebracht, weil das Martinsfeuer erst am Abends beginnt. Spät, ne? Wenn es richtig gut dunkel ist. Ne? Macht ihr das Martinsfeuer immer alleine? Nee, normalerweise laden wir noch Freunde und Kinder ein. Aber diesmal hat das nicht geklappt. Mhm. Warum diesmal nicht? Weil meine Mutter immer so viel geweint hat und ja, das einfach nicht geschafft. Sonst hat sie immer Kuchen gebacken, Spiele vorbereitet, aber diesmal. Tja, diesmal, das kann ich nachvollziehen. Es ist ja schon wirklich verdammt schwer, wenn man aus so einem Haus raus muss. Das ist nicht nur für Kinder so, das ist für Eltern natürlich genauso. Wenn man einen Garten hatte, wo man immer spielen konnte. Jetzt hatte ich deinen Vater ja um 17 Uhr in etwa bei deiner Großmutter abgegeben. Wann hätte dich wieder abholen wollen? So in etwa nach einer Stunde hat er gesagt. Ich war schon froh, dass ich zu Oma konnte, weil Papa und Mama sich schon wieder gestritten haben. Es ging ja mal wieder um das Haus und die Schulden. Das denke ich, ja. Sie streiten sie oft, ne? Ja. Was hast du bei deiner Großmutter gemacht jetzt ab 5? Normalerweise trinken ich und Oma immer eine Tasse Tee und essen Kuchen. Aber diesmal hat Oma einen Anruf bekommen und konnte nicht. Deswegen bin ich rausgegangen und bin im Hof Skateboard gefahren. Oh ja, Frau Schäfer, ist irgendwas nicht in Ordnung? Sie reagieren so. Also, es ist möglich, dass Pascal vielleicht kurz den Saal verlässt. Ich muss ihm mal was sagen. Natürlich, Momentchen mal. Hier reagiert immer ein Zeuge, immer nur, wenn ich es sage, nicht weil die Mama was sagt. Auch wenn man das anders gewohnt ist. Aber es ist nett, warte doch noch mal eben draußen. Ja, ich rufe dich gleich wieder rein, wenn es soweit ist. Die Frau Herrscher ist ja draußen, die kennst du ja in der Zwischenzeit. Frau Schäfer, dann nehmen Sie doch freundlicherweise noch mal eine Sekunde hier vorne Platz. Was wollten Sie, jetzt weg, was wollten Sie sagen? Fällt mir jetzt nicht leicht, aber ich habe einen ganz furchtbaren Verdacht gerade. Also ich weiß, dass weder mein Mann noch ich das Feuer gelegt haben. Aber mir war bis vorhin nicht klar, dass Pascal unseren Streit vom 11. November mitbekommen haben könnte. Was ist an Worten bei diesem 11. November gefallen, was Pascal mitbekommen haben könnte und vielleicht missverstanden haben könnte? Ich habe halt in meiner Wut und Verzweiflung über unsere Situation gesagt, dass es vielleicht am besten wäre, wenn das ganze Haus in Flammen stehen würde und wir wären alle Sorgen auf einmal los. Wir hatten an dem Abend noch mal alle Möglichkeiten durchgespielt, wie uns zu helfen wäre. Und Theo hat mir erzählt, dass er mit einem Bekannten gesprochen hat, der ihm geraten hat oder den Vorschlag gemacht hat, dass Warmsanieren wohl auch eine Möglichkeit wäre. Nein, für uns war sofort klar, dass das nicht in Frage kommt. Und Theo war regelrecht erschrocken über sich selbst, weil er das auch nur ausgesprochen hat. Ich glaube aber mittlerweile, dass Pascal mich gehört hat. Verstehen Sie, was ich Ihnen damit sagen will? Silvia, das glaubst du jetzt nicht wirklich, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich fürchte, ja. Nehmen Sie wieder hinten Platz. Pascal? Pascal, komm wieder rein, es geht weiter. Sag mal, das geht. Wieder hier nach oben, ne? Ist ja so überschaubar. Komm mal eben nach oben. Vielen Dank. So. Pascal, jetzt müssen wir uns mal konzentrieren. Du hast ja erzählt, dass deine Eltern sich mal wieder gestritten haben, auch an dem Tag, als du zur Großmutter gebracht worden bist und du ganz froh warst, dass du aus diesem Streit raus warst. Das stimmt. Ich meine, schön ist das natürlich nicht, wenn Eltern Sorgen haben und man bekommt das als Kind so mit, ne? Deine Mama hat uns jetzt gerade von einem Streit erzählt, den sie an diesem Tag auch noch ganz konkret mit deinem Vater gehabt hat. Also, und da hat deine Mama einen Satz fallen lassen, so sinngemäß,
Es wäre besser, wenn alles in Flammen aufginge, dann wären sie alle sorgenlos. So. Hast du den auch gehört? Aha. Und bei deiner Oma, warst du ja draußen die ganze Zeit, weil die Oma mal wieder keine Zeit hatte. Nicht mal wieder, sondern eben ausnahmsweise mal keine Zeit hatte. Und dann bist du Rollerblades gefahren oder Skateboard bist du gefahren. Skateboard im Hof. Frau Kleinschmidt, Skateboards, ist er die nur im Hof gefahren? Hatten Sie ihn die ganze Zeit? Ich meine, Skateboardfahren nur im Hof ist auch echt nicht so prickelnd. Ich meine, ist er vielleicht auch auf die Straße gefahren? Oder haben Sie da irgendwas gesehen, ob Ihr Enkel raus ist? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Denn ich stand ja diesmal ausnahmsweise in der Küche und habe telefoniert und habe somit auch nicht sehr viel Obacht gegeben auf Pascal. Aber normalerweise verlässt er nicht den Hof, das weiß er. Denn das sind die Regeln. Aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ja, zwischen Regeln kennen und Regeln befolgen ist ein kleiner Unterschied. Ne? So, könnte es sein, dass der Pascal längere Zeit unbeobachtet war, von Ihnen natürlich auch den Hof verlassen hat? Oder Sie weg, was er weg war, ohne dass Sie es mitbekommen hätten? Ja, das ist wirklich möglich, denn ich habe mich diesmal total verquatscht. Und normalerweise, das darf er auch, nimmt er sich den Schlüssel vom Schlüsselbrett, damit er ständig ein- und ausgehen kann. Denn dann braucht er nicht jedes Mal zu klingeln, wenn er etwas essen oder trinken möchte. Also bist du schon groß genug. Margarete, stopp mal. Ja. Den Schlüssel von dir, der Schlüsselbund. Ja. Da ist auch ein Schlüssel von unserem Haus dran, ne? Ist das richtig? Da hast du recht. Der hängt auch daran. Ja. Pascal, guck mal, euer Haus ist nur 10 Minuten zu Fuß weg, ne, vom Haus von deiner Oma. Und du hast jetzt zufälligerweise den Haustürschlüssel, den Ersatzschlüssel auch von zu Hause in der Hand. Ja. So, und deine Oma ist beschäftigt und quatscht sich tot. Bist du nach Hause gegangen? Hm? Ja, ich wollte Mama und Papa doch nur helfen. Sicher, Pascal, aber da hast du mit deiner Hilfe etwas missverstanden. So kann man niemandem helfen. Ne? Ich meine, das ist ein Streit gewesen, das sagt man vieles, aber man meint das ja nicht so. Ne? Wie bist denn du auf Spiritus gekommen? Als wir die Sachen ausgepackt haben, dann haben wir die in den Keller geräumt und ich wusste, dass der Spiritus schnell brennt, weil Papa mir immer sagt, ich darf da nie dran gehen. Ja. Aber wir haben das in den Keller geräumt. Das war unter Verschluss. Ich lasse das nicht leichtsinnigerweise da stehen. Wie bist du in den Keller gekommen, Pascal? Ich wusste, dass der Schlüssel im Werkzeugkasten lag. Das ist doch logisch. Kinder wissen alles. Oder zumindest jedenfalls deutlich mehr, als wir Erwachsenen irgendwie auch nur denken. Ne? Und du wolltest, dass deine Eltern sich keine Sorgen machen. Hm? Ja. Das denke ich mir auch, dass du das wolltest. Aber es war übrigens ziemlich gefährlich, das mit dem Spiritus. Ne? Wie hast du das eigentlich gemacht? Ich habe das Feuer, ich habe den Spiritus einfach ausgegossen und das Feuerzeug dran gehalten, das da lag. Ich habe mich erschrocken, dass das Feuer so schnell kam. Hm. Dann bin ich rausgegangen und schnell zur Oma gelaufen. Hm. Das hätte ganz anders ausgehen können. Ne? Da hättest du mal besterben können, das muss man sagen. Ne? Warum hast du das alles für dich behalten? Weil Papa gesagt hat, ich will mir keine Sorgen mehr machen. Aber ich fürchte, das hat er ein bisschen anders gemeint. Noch Fragen an Pascal Schäfer? Nein, danke. Bleibt unvereidigt unter 1660 C1. Es war super, dass du jetzt die Wahrheit gesagt hast. Ja? Geh raus zu Frau Herrchen, meine Eltern kommen gleich nach. Hm? Dauert nicht mehr lange. Werden Anträge gestellt? Schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, als auf einmal die Frau Schäfer anfing, den Verdacht so ein bisschen auf ihren Sohn zu lenken, da dachte ich, das haben Sie sich ja jetzt ganz, ganz geschickt ausgedacht. Jetzt wird auf einmal der Kleine vorgeschoben, der ist nicht strafmündig. Und jetzt war es, so wie es aussieht, tatsächlich. Davon gehe ich jedenfalls aus. Das bedeutet zunächst für den Angeklagten, dass er freizusprechen ist. Und wenn ich das richtig sehe, aber ich bin kein Versicherungsrechtsexperte, wird wohl auch die Versicherung ihnen den Schaden ersetzen. Der Junge ist auch zivilrechtlich wohl nicht zu belangen. Sag ich mal unter Vorbehalt. Jedenfalls kann ich sagen, ich beantrage, dass sie freigesprochen werden. Vielen Dank, Herr Schatzanwalt. Nicht verehrter Herr Staatsanwalt, da wäre ich mir bei 150.000 Euro und dem deutschen Versicherungswesen nicht ganz sicher, denn der Schlüssel ist doch irgendwo im Werkzeugkasten hingelegt. Das durfte man als irgendeine Form von Fahrlässigkeit
bei der Obhutspflicht gegenüber dem Kind und ähnlichem werten. Es wird auf jeden Fall einen zähen und langen Streit geben und möglicherweise kriegt gar keiner irgendwas bezahlt und keiner wohnt irgendwo in dieser Ruine. Dass der Angeklagte freizusprechen ist, weil dieses Ergebnis herausgekommen ist, das ist, glaube ich, zwingend und entsprach ja auch dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Sie haben das letzte Wort, Herr Schäfer. Ich habe das letzte Wort. Ich bin irgendwie ein bisschen erschrocken darüber. Also das, was ich jetzt gerade feststelle, ist, dass wir einfach in diesem ganzen Streit um Haus und Schulden und diese ganzen Probleme einfach so sehr in den Vordergrund gestellt haben, dass ja, Pascal einfach zu kurz kam. Und das ist definitiv das, was wir uns jetzt vornehmen, weil ich einfach hoffe, dass wir einfach wieder zusammenkommen, weil ich ja sowieso nur vorübergehend war. Und ich denke, dass Pascal und seine Wünsche einfach jetzt in den Vordergrund kommen sollten. Das ist das, was ich noch sagen möchte. Theo, das will ich auch auf jeden Fall. Und es tut mir leid, dass ich vorhin so hin und her gerissen war, als meine Mutter versucht hat, dich bei mir schlecht zu machen. Mama, du bist auch nicht ganz unschuldig an der ganzen Sache. Und ich hoffe, dass du Theo in Zukunft als meinen Ehemann akzeptierst. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Ja, im Nachhinein weiß man vieles natürlich. Nur es ist doch klar, dass wenn man so belastet ist über den drohenden Verlust des Hauses, und so wäre es ja auch gekommen, dass man das immer miteinander bespricht. Aber Kinder bekommen unendlich viel mit. Noch nicht mal, wenn man sich zurückzieht. Sie merken einfach die Stimmung. Und dann ist es natürlich schon mal möglich, dass ein Kind auch etwas missversteht. Und wenn dann solche Diskussionen kommen und sagen, ja, das wäre quasi so eine einzige, und das wäre die Lösung, wenn alles in Flammen aufgeht, dann sind das so Sprüche. Nur ein Kind ist nicht in der Lage, auch kein Zehnjähriger, der in der fünften Klasse schon ist, ist nicht in der Lage, da immer Wirklichkeit, Ernsthaftigkeit auseinanderzuhalten. Ich kann nur sagen, der Kleine hat Glück gehabt. Ne? Also 5 Liter Spiritus vergießen, anstecken. Gut, dass es kein Benzin war, das hätte eine massive Verpuffung gegeben. Da wäre er fällig gewesen. Also das sind extrem problematische Sachen. Also insofern schon richtig, dass man Spiritus vor Kindern wegtut. Nur ein Kind, das 10 ist, weiß, wo die Schlüssel hängen. Definitiv. Das kann man machen, wie man will. Und dann passiert halt so etwas. Wäre auf der anderen Seite aber nicht so schlecht, wenn die Familie sich dadurch wieder auch etwas zusammenrauft. Nur wie das weitergeht jetzt für Freifahrts, das Haus ist natürlich auch das Grundstück weg. Sie müssen sich was anderes holen. Gegen das Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen. Binnen einer Woche nach Verzicht der Staatsanwaltschaft ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen.